Ja, hallo, zurück zum Witcher. Ich bin immer noch auf Skellige, beziehungsweise gerade erstmal angekommen. Und will mich jetzt erstmal umschauen. Auch einfach cool gemacht, diese schmutzige Scheibe hier, ne? Naja, gut. Weiter gucken. Abgeschlossen, klar. Überall Zeug, warum ist der Wahnsinn? Wäre doch alle drauf gegangen. Okay, das sollte es mal gewesen sein, oder? Weil mehr eingesammelt irgendwie als im ganzen restlichen Spiel bisher. Ja, plötzlich, dass er das alles ertragen kann. Plötzlich, Baby. Ach du Schande. Puh, das lohnt sich aber wirklich, ein bisschen zu gucken. So, vielleicht mal einmal kurz speichern. Das war's dann jetzt aber bitte, ne? Oder?
Okay, einmal noch speichern. Und dann holen wir uns mal die guten Plätze ran und reiten los, ne? Plätze, der schnellste Pferd aller Zeiten. Hat aber keine Angst vor Blitz und Donner. Ich reite einfach mal durch, vielleicht finde ich auch einen ganz schnellen Wegpunkt mal. Auf der Karte ist noch nichts, ne? Dass man hier Schnellreiseziel hat? Doch, klar. Okay, das ist natürlich schon mal nicht so schlecht. Monstergedöns, das müsste hinter dem Schiff gewesen sein. Habe ich gar nicht gesehen. Okay, mal weiterreiten. Heya! Ist hier eine kleine Siedlung? Was für die Tochter? Festland will, gehe ich auf Raubzug. Zeig mir, was du von den Inseln hast. Die besten Waren der Inseln. Mit Abstand. Oh. Junge. Alles taufrisch. Mensch, wer verkauft denn hier? Du. Hallo. Willst du was kaufen? Klar. Zeig mir deine Waren. Oh, geil. Was hat er da? So crazy Taschen, oder was? Coole Satteltaschen vielleicht. Gekauft. So, ich möchte vielleicht Sachen noch verkaufen. Was habe ich denn hier noch? Ah. Kleine Glyphe, okay. Wow. Also ich kann natürlich Plötze jetzt erstmal die schönen Satteltaschen anlegen. Flup. Und die kann ich eigentlich verchecken. Ne? Was haben die denn jetzt gebracht, die Satteltaschen? Kurz gucken. Hallo? Hundert, sehr schön. Das ist gut. Achso, 30 Kapazität, ja, Quatsch. Okay, und die anderen hatten... Was hatten denn die zerschlissenen Satteltaschen? Hä, wie bitte? Also oben haben wir jetzt 90. Wenn ich die austausche, habe ich 130. Und die zerschlissenen ja wohl ein bisschen besser. Na gut. Okay, dann behalten die mir mal die in Reserve, weil die sind ja nun mal nicht so schlecht. So, die Rüstung ist eindeutig besser. Und was ist hiermit? Reicht erstmal, ne? Okay, weiter geht's. Wer ist da? Gerade erst festgemacht. Und schon. Okay. Du! Du! Eine Herde Geißböcke soll dich aufschließen. Ich denke mal, dass die Monster hier blättern doch ein bisschen heavy sind. Ich weiß auch gar nicht. Ich gucke jetzt mal kurz hier, was der Quest eigentlich sagt. Also Reiseziel empfohlene Stufe 16. Also ich glaube,
Ist ja nett, dass wir hier sind. Ich habe ja noch so einen Nebenquest, ne? Mit dieser schwarzen Perle-Geschichte. Wo immer der Typ ist. Weiß ich gar nicht jetzt mehr, wo das sein soll. Ich dachte, ich soll mich mit dem hier irgendwo treffen. Also was ich natürlich machen kann... Ach du Scheiße. Komm ich da runter? Das guckt mir natürlich ein bisschen genauer an. Die soll ja auch im Hafen sein. Meine Verabredung. Vielleicht gucke ich mal. Ob die mich da einfach reinlassen oder ob ich gleich noch einen reinkriege. Langsam. Ich versuch's ja. Möchte wissen, wo sie sie aufstellen. Am Strand bei Larvik. Sein scharfer Blick würde uns vor den Schwarzen beschützen. Du suchst nicht zufällig aus. Ich habe meine beste Stute geopfert. Es war eine Ehe. Oh, ey. Okay, natürlich gibt's hier auch jede Menge Zeug zu tun. Eins sehen wir uns. So wie wir König Bran wiedersehen werden. An seiner Tatenspeise. Bran vom Tyrsel. Unser tapferer König. Der Verlust krank aus. Okay, hier schon mal eine Kneipe. Krass. Aha. Was immer ich mit dem Crazy Schalter angemacht habe. Okay, ich guck aber nochmal hier unten am Hafen weiter lang. Da oben geht eine Brücke rüber. Auch Fremdländer dürfen es gern versuchen. Ruhm und Ehre reicht überall hin. Da geht's auch rein, okay. Hier war ich jetzt eben, jetzt können wir hier mal gucken, da hinten ist Plätze. Hey da, Hexer, suchst nicht zufällig Arbeit? Nee, jetzt im Moment nicht. Und hässlich wie ein Seeteufel. Ich wollte nicht spielen. Hilfst du einen? Wir müssen zum Hafen und können die Bahn verabschieden. Zum Spielen ist heute nicht die Zeit. Das musst du nicht tun, Kind. Ich weiß. Ich möchte es aber.
grausam. So ein junges Mädchen. Irna sollte es sein, die geht. Sie haben ihr Bett länger geteilt. Steht. Das ist ihre Entscheidung. Wie schön du bist. Danke. Schön, dich wiederzusehen. Oh, die Grabrede. König Bran vom Clan Tyrsech hat seine letzte Reise angetreten. An ihrem Ende erwarten ihn unsere glorreichen Ahnen. Gemeinsam werden sie auf Beutejagd gehen. Sie werden im Lagerfeuer die Großtaten aus vergangenen Zeiten rühmen. Vorerst bleibt er in unseren Herzen. Doch eines Tages werden auch wir gemeinsam mit ihm aufs Meer hinaussegeln. Das wird ein guter Tag sein. Du riechst wundervoll. Geralt, wir sind hier auf einer Beerdigung. Du riechst wundervoll auf dieser Beerdigung. Die Clans sind es, die Skellige ausmachen. In Kriegszeiten kämpfen sie Seite an Seite unter dem Banner ihres Königs. Wir haben Bran lebewohl gesagt. Zeit, seinen Nachfolger zu küren, der uns zum Sieg gegen die Schwarzen führen wird. Die Tore von Caer Trolde stehen allen offen, die Bran vom Clan Tyrsech ihre Treue schworen. Und es gibt genug Met und Fleisch für alle. Während des Leichenschmauses werden jene vortreten, die meinen, ein würdiger Nachfolger zu sein. Wir haben uns 2 Jahre nicht gesehen. Wie wär's mit einer einsamen Hütte am Strand? Ich möchte mich dort mit dir 1 Woche lang einschließen. Was sollen wir da 1 Woche lang machen? Ich hätte da ein paar Ideen. Die mit dem Seil, das du für deine Trophäen verwendest? Das klingt interessant. Liest du schon wieder meine Gedanken? Außerdem mag ich, was ich da sehe. Hast du was in Velen herausgefunden? Hab mich in Velen umgesehen. Furchtbarer Ort. Nachdem Ciri verletzt wurde, ist sie irgendwie in der Burg des örtlichen Machthabers gelandet. Einem selbsternannten Baron. Verletzt? War es etwas Ernstes? Glaube ich nicht. Ihr geht es wohl wieder gut, denn der Baron hat sie nach Novigrad geschickt. Ich glaube, sie hat nach dir gesucht. Zuvor ist sie 3 Mumen in die Falle geraten. Sie kann froh sein, dass sie ihnen entkommen ist. Mumen? Eher Kreaturen. Ich kann nicht genau sagen, was sie sind, aber sie sind gefährlich. Sehr sogar. Ich habe in Velen auch unsere alte Freundin Keira getroffen. Was um Himmels Willen macht Keira Metz in diesem Niemandsland? Versteckt sich vor den Hexenjägern. Sie sagte, ein Elfenmagier hätte dort nach Ciri gesucht. Gut, du musst mir mehr erzählen, wenn wir mehr Zeit haben. Ciri hat Rittersporn in Novigrad gefunden. Sie haben sich getroffen. Das ist alles.
Rittersporn weiß also, was mit Ciri passiert ist? Ja, ich muss ihn finden. Und du? Was hast du herausgefunden? Vor einiger Zeit ist etwas Seltsames auf Art Skellig geschehen. Eine Katastrophe durch eine Magieexplosion. Wirklich ungewöhnlich. Eine Anomalie. So etwas habe ich noch nie gesehen. Meine Intuition sagt mir, dass Ciri dafür verantwortlich ist. So sehr ich deine Intuition bewundere, Yen. Wir brauchen handfestere Anhaltspunkte. Ich wüsste es ganz sicher, könnte ich mir nur das Katastrophengebiet ansehen. Leider lassen Moissac und seine Droiden niemanden auch nur in die Nähe. Warum will Moissac nicht, dass du dir das Gebiet der Anomalie ansiehst? Nenn es eine Meinungsverschiedenheit. Eine große, laute Meinungsverschiedenheit. Sieh mal, Krach. Meister Wolf. Sei gegrüßt, Krach. Wir treffen uns beim Leichenschmaus. Keine Ausreden. Ich muss mit dir über etwas Wichtiges sprechen. Unsere einsame Hütte muss wohl noch warten. Wir brauchen Krach an Kret auf unserer Seite. Ich werde etwas in Schwarz und Weiß zur Trauerfeier tragen. Ich hoffe, du passt dich an. Sieh etwas an, das nicht nach Tausenden deiner Jagden riecht. Yen, ich hasse neue Wämse. Dauert ewig, bis die eingetragen sind. Und genau wie Krach dulde ich keine Ausreden. Wir sind nicht hier, um uns zu amüsieren. Wir müssen einige Dinge klären und sollten uns angemessen kleiden. Ich habe in der Taverne ein Zimmer gemietet. Da habe ich ein paar Kleidungsstücke für dich hingelegt. Such dir was aus. Währenddessen muss ich mich um ein paar Dinge kümmern. Wir treffen uns dann bei dem Eingang zu der Festhalle. Okay, dann gucke ich mal, dass ich zur Taverne komme. Toll. Voll abgesoffen. Kein Wunder, dass sie lachen. So, kommt er hier raus? Okay. So, dann wollen wir mal gucken, wo die Taverne ist. Ist sie denn hier vielleicht irgendwie eingetragen? Ah, okay. Also da vorne. Einmal hier rum und da. Okay. Mhm. Nein. Da hinten, ne? Warum nicht zum Teufel? Wenn du einen Bauchtreffer kriegst und sich die Heringe in deinen Gedärmen verfangen, hast du keine Ist blass. Gestern auch gesoffen. Okay, gehen wir mal da rein. Deinesgleichen erkenne ich auf eine Meile. Das muss Jens Zimmer sein. Sie hatte es immer schon gern geräumig und luxuriös. Schön alles zocken. Ihr Megaskop. Ohne geht sie wohl nirgends hin. Wie sagte Philippa Eilhardt, Megaskope und Zahnbürsten sind höchst private Dinge. Die braucht es sicherlich nicht mehr. Lamarie. Sogar bei geschlossenem Deckel riecht sie nach Flieder und Stachelbeere. Geschmäcker ändern sich nicht. Oh.
Das ausgestopfte Einhorn. Sie hat es repariert. Oh, Klamotten. Wie hat sie nur die ganzen Klamotten hergebracht? Sie muss ja ein ganzes Schiff damit beladen haben. Wie üblich. Schwarz-weiß. Wie hat sie nur die ganzen Klamotten hergebracht? Sie muss ja ein ganzes Schiff damit beladen haben. Wie üblich. Okay. Schwarz-weiß. Weil ich's kann. So, da hinten vielleicht noch rein. Zieh dich zum Treffen um. Wie sieht's denn aus? Habe ich andere Klamotten irgendwo aufgenommen? Irgendwas Schwarz-Weißes. Oh. Hm. Schwarze Hose. Das sieht doch eigentlich schon immer nicht schlecht aus. Also, immer würde ich das nicht sagen. Braun, aber netter. Aber was tut man nicht für seinen... Was ist Jennifer eigentlich für mich? Willst du Schweinshaxen haben, ja? Lecker Mittagessen. Okay, geh ich mal raus. So, treffen tue ich mich aber in der nächsten Session mit dir, okay? Bis dann, ne? Ciao.